Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Lea Frank ist bei uns. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Anybill, ein Unternehmen, das den Kassenbon digitalisieren möchte. Ja, das ist ein Thema, das ist wahrscheinlich extrem überfällig, vor allem wenn man sich die Zahlen anguckt. Jeder von uns geht durchschnittlich 250 Mal pro Jahr einkaufen. Jeder von uns bekommt dabei einen Kassenbon, den er oder sie dann meistens zu Hause wegwirft. Ja, das sind dann insgesamt 20 Milliarden Belege pro Jahr, die dann auch noch auf Thermopapier gedruckt werden. Das heißt, das darf noch nicht mal, das hört ihr gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter, das darf dann noch nicht mal in den Papiermüll geworfen werden. Also ein extrem bescheuertes System, das wirklich überfällig ist und dringend gelöst werden muss. Und ob und wie das klappen kann, das bespreche ich mit Lea Frank. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 1,9 Millionen Euro, unter anderem eingestiegen der HTGF. Dazu dann gleich mehr. Nochmal kurz der Hinweis, vorhin war bei uns zu Gast um 13 Uhr Thomas Dieste, der Co-Gründer und CCO von Emberscript. Das nur der Hinweis für jeden von euch interessant, der sich für KI-gestützte Unternehmen interessiert. Emberscript liefert Spracherkennung und Transkription für Videos und macht das Ganze sehr automatisiert. Ist ein sehr spannendes Projekt, hat gerade 10 Millionen Dollar eingesammelt, also ist von daher auch auf einem extrem spannenden Weg. Das Interview findet ihr, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in eurem Feed. Das war, wie gesagt, vorhin um 13 Uhr. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Lea Frank von Anybill. Vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. Inspiriert eure KundInnen und KollegInnen mit euren individuellen Leuchtlogos und Mooswänden. Science ermöglicht einen intuitiven Online-Konfigurationsprozess in wenigen Schritten. Ob Neon, Leuchtbuchstaben oder Logos aus Moos, schaut auf science.de. Gutscheincode 20%, Startup Insider 20. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Lea Frank, Co-Founder und CEO von Anybill. Also, wir gehen ins schöne München. Lea Frank ist bei uns, Co-Gründerin und CEO von Anybill. Hallo Lea. Hallo Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Und wir sprechen natürlich über einen Markt, mit dem, glaube ich, fast jeder von uns jeden Tag in Berührung kommt. Erzähl doch mal. Ganz genau. Ja, bei uns geht es um die Digitalisierung von Kassenbons. Das ist, hört sich mal relativ primitiv an, aber ich denke, wie du sagst, ist für jeden irgendwo relevant. Und zwar stellen wir da dem Händler bzw. dem Gastronomen eine SaaS-Lösung zur Verfügung, was auch direkt aus dem bestehenden Kassensoftware-System genutzt werden kann, um den Kassenbon zu digitalisieren und dem Kunden auf verschiedenen Wegen digital anzubieten zur Mitnahme. Und auf der anderen Seite, das ist ganz wichtig, bieten wir auch Akzeptanzpartnern eine Möglichkeit, den Beleg dann entgegenzunehmen, beispielsweise Banken, also dort, wo Transaktionen heute schon passieren, diese dann um den digitalen Beleg zu ergänzen. Und unser Oberziel ist es, dass du eigentlich übermorgen bezahlen kannst mit der Karte oder auch sonst digital und dann nicht nur siehst, wo habe ich gekauft und für wie viel, sondern eben auch was. Und genau diese Informationen liegen im Beleg und hier schließen wir mit unseren Technologien diese Infrastrukturlücke, die aktuell besteht, indem wir eben Kassensoftware integrieren und auf der anderen Seite auch mit Banken eng zusammenarbeiten, um das zu ermöglichen, dass du eigentlich nie wieder irgendwie einen Beleg nicht mehr findest, wenn du eine Rückgabe hast, einen Umtausch oder den vielleicht auch für deine Buchhaltung brauchst. Es gibt so ein wunderbares Video, ich glaube auf YouTube geht das viral oder ging das mal viral, wo ein Vater seinen beiden Teenager-Kindern ein Wählscheibentelefon in die Hand gegeben hat und hat gesagt, wählt doch mal bitte folgende Nummer und dann haben die da 10 Minuten da rumprobiert und wussten überhaupt nichts mit dem Gerät anzufangen. Und meine Vermutung wäre, dass das irgendwie mit Kassenbons, mit Papierkassenbons ja irgendwann auch so sein wird, dass du vielleicht in 20 Jahren, also weil worauf ich hinaus möchte ist, also ein Papierkassenbon, das fühlt sich so nach einem total aus der Zeit gefallenen Element an, oder? Absolut. Genau, das war auch, sag ich mal, unser Thema. Also die Idee ist so entstanden, dass ich gesagt hatte, ich war im Auslandssemester in Helsinki, Finnland. Also die ganzen Nordics sind ja super weit mit Digitalisierung und gerade eben auch im Bereich Zahlung geht eigentlich alles nur mit der Karte oder mit dem Handy und auch jede kleinste Summe. Und habe dann wieder zurück in Deutschland, das war Ende 2018 ganz ursprünglich schon, gesehen, okay, irgendwie wir zahlen hier da
dann zwar auch langsam schon immer mehr mit der Karte, aber dann kommt immer noch so ein halber Meterbon raus und genauso dann auch immer mehr Handybezahlungen und irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Da ist so ein Bruch dann in diesem Erlebnis an der Kasse. Und oder auch teilweise ja auch online, womit wir uns vielleicht auch später beschäftigen werden, dass wir auch da einfach gar keine Rechnung wirklich zur Hand haben und gar keine Übersicht, sondern nur eine ganz komische Zusammenfassung von der Bezahlung. Und wir glauben eben gerade im papierhaften, also im stationären Bereich, dass dieses Papier einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und auch gerade aus Umweltaspekten, aber eben auch hinsichtlich Digitalisierung und Handhabung, dass da auf jeden Fall was passieren musste und dass das jetzt reif war, die Zeit. Und da hat uns natürlich auch noch eine Gesetzesänderung mit der Belegausgabepflicht in die Hände gespielt, die ja Anfang 2020 da in Kraft getreten ist. Und so haben wir dann gesagt, Zeitpunkt könnte passen und zeigt sich eigentlich auch, dass wir jetzt langsam bereit sind, das Ganze digital zu handeln. Ja. Genau, jetzt hast du so mehrere Punkte schon erwähnt. Das eine ist die Nachhaltigkeit, ne? Also der Umweltschutz. Ich habe mal geguckt, 20 Milliarden Transaktionen gibt es in Deutschland jedes Jahr. Also vielleicht stimmt die Zahl nicht, aber wahrscheinlich ist es irgendwie die Größenordnung. Also da wurde irgendwie hochgerechnet, jeder Deutsche hat im Durchschnitt 250 Einkäufe, die er tätigt. Und jeder von denen ist ja irgendwie bonpflichtig und in der Regel eben Papierbons. Das heißt, da reden wir über ein riesen Einsparpotenzial. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thermopapier sogar noch, ne? Ganz genau, das ist eben der Punkt. Also das ist eben Thermopapier, das darf auch nicht in den Papiermüll im Papiermüll landen. Das ist, wird geprägt quasi und da sind es beschichtet mit gewissen Chemikalien, die da auch zum Einsatz kommen. Eben das ist nicht so schnell, also dass der Bon nicht so schnell verblasst. Und das ist eben dann auch dementsprechend umweltschädlich. Man sieht es auch manchmal, riechen dann die Hände auch ganz komisch, wenn man den Bon so ein bisschen zwischen den Fingern mal hat. Und das ist eben dieses spezielle Papier. Es gibt ja mittlerweile auch Ökopapier, was aber kein Stück, ehrlich gesagt, besser ist. Vor allem verblasst da der Bon halt wirklich teilweise innerhalb von Stunden. Also da ist dann der Effekt dann halt auch schon ein bisschen weg, wenn ich den mitnehmen möchte für Umtausch oder so. Das heißt genau, das ist einerseits dieser Faktor der Nachhaltigkeit, wo er auch jetzt gerade nochmal mit der neuen Regierungsbildung wahrscheinlich auch noch einiges passieren will. In Frankreich sehen wir da auch ganz spannende Entwicklungen, was auch so Coupon-Drucke und so angeht, dass da teilweise sogar Dinge schon verboten werden zu drucken. Und ich glaube, da das ist auf jeden Fall ein großes Potenzial und spielt bei uns auch eine wichtige Rolle, dass der Kunde eigentlich mittlerweile erwartet, angefangen von Strohhelmen, Plastiktüten, dass man eigentlich, wenn man sich ein Stück weit nachhaltiger aufstellen kann, auch wenn in kleinen Dimensionen ist, dann trotzdem das dann auch tut. Ja. Genau, und ich finde es immer bizarr, in Supermärkten vor allem fällt es immer auf, da wird quasi der Bon gedruckt und danach wirst du gefragt, ob du den Bon haben möchtest. Ne? Das heißt, es ist quasi nochmal so ein Top, so eine bizarre Welt, finde ich. Das ist also quasi der Nachhaltigkeitsaspekt und dann aber hast du ja eben schon gesagt, der Serviceaspekt, du hast das Beispiel Umtausch schon genannt und auch das Thema Integration in irgendwelche, Bankschnittstellen und sowas. Papier ist ja so die antiquierteste Schnittstelle, die man sich vorstellen kann. Das hat man ganz oft in der Verwaltung auch, genau, dass irgendwie Sachen, keine Ahnung, per Hand, nehmen wir mal die Steuererklärung oder sowas, per Hand eingereicht werden und dann abgetippt werden und dann vielleicht nochmal übertragen werden. Und auch das fühlt sich halt so ewig veraltet an. Für wen tut ihr das? Also für wen ist denn dieser Bon eigentlich hinterher an welcher? Also du hast jetzt die ganze Zeit aus Endkonsumentensicht gesprochen, aber für wen ist denn dieser Bon ansonsten noch relevant? Ist es nur die Steuer oder wo ist es noch relevant? Ja, also es ist natürlich, wie gesagt, für Steuer, Buchhaltung, jetzt eher so aus Unternehmerkunden, aber trotzdem der Endkunden, der Konsumentenperspektive relevant. Also gerade wenn ich jetzt mir mal so eine komplette User Journey vorstelle, wenn ich vielleicht zum Beispiel mit meiner Business Banking Card bezahle, dann habe ich heute trotzdem auch teilweise schon fancy Applikationen, die mir dann im richtigen Moment sagen, ich soll jetzt bitte ein Foto von dem Beleg machen, was aber immer noch ein zusätzlicher Schritt ist. Mhm. Und genau hier setzen wir an, dass wir diesen Partnern, die sich damit schon beschäftigen, weil der Beleg eben entsprechend relevant ist, zum Beispiel für die Buchhaltung, den Beleg auch direkt durch unser Netzwerk, was wir ja an Kassen bilden und an Händlern und das so
und Gastronomiebetrieben bilden, direkt digital dann mit der Zahlung mitgegeben werden kann und man sich quasi diesen Fotoschritt sparen kann und dann der Beleg zum Beispiel weitergeleitet wird direkt an Dativ-Unternehmen online, Zefdesk, LexOffice, was man auch immer im Einsatz hat für die Buchhaltung und das wirklich komplett automatisiert werden kann und hier natürlich enorme Zeitersparnis dann entsteht und auch Stress, wenn ich nämlich irgendwie vielleicht den einen oder anderen Beleg einfach überhaupt nicht mehr finde, was dann echt stressig ist aus der Buchhaltung heraus. Und ansonsten natürlich Garantie, Umtausch, aber auch wenn wir wirklich perspektivisch schauen oder sehr visionär mal schauen, wenn wir zum Beispiel in Richtung Smart Home gehen und ich dann langfristig meine vielleicht dann auch ganz personalisierte Rezeptvorschläge bekomme, nachdem ich gerade einkaufen war oder auch meine Einkaufsliste sich der Feed aktualisiert, automatisch basierend auf meinen letzten Käufen. Also auch dahingehend in Richtung Recommendation, was wir ja im E-Commerce schon ganz normal kennen, weil da eben Daten vorhanden sind. Auch da natürlich ist ganz viel Potenzial, um da nochmal viel zielgerichteter dann auch auf den Endkunden eingehen zu können. Und jetzt musst du mir vielleicht nochmal helfen. Also bei mir klemmt es immer so ein bisschen. Die Gesetzgebung hat jetzt diese Belegausgabepflicht dann irgendwie letztes Jahr beschlossen. Und dann gibt es auch so schöne Begriffe wie die Kassensicherungsverordnung, ne, solche Themen. Da fragt man sich ja immer, sind das Menschen, die das beschließen, die nie selbst einkaufen gehen? Also kennen die Welt, die Realität an der Kasse nicht? Also wissen die nicht, was sie da anrichten? Oder warum passiert sowas überhaupt? Also jetzt vielleicht mal umgekehrt drauf zu gucken, was sind denn eigentlich die Argumente dafür, also dass es so ist, wie es ist? Ja, also generell sind das auch zwei Begrifflichkeiten, die auch sehr stark zusammenhängen. Also generell gibt es ja die Kassensicherungsverordnung, wo dann auch die TSE, die technische Sicherheitseinrichtung, mit einem Punkt war und dann eben auch die Belegausgabepflicht. Insgesamt steht das unter dem ganzen Aspekt, dass natürlich einige Zahlungen auch am Fiskus vorbeigehen und man das verhindern möchte damit, indem eben jede Transaktion auch aufgezeichnet wird und durch Kassenprüfer und die sogenannte Kassennachschau dann auch überprüft werden kann, ob eben ordnungsgemäß gewirtschaftet wird. Das ist das eine und die Belegausgabepflicht dient eigentlich, das nochmal zu unterstützen. Jetzt wie gesagt, rein aus dieser Fiskus-Sicht, dass man, sag ich mal, schon auch dem Konsumenten zeigt, ich handle ordnungsgemäß und stelle eben einen Beleg aus, beziehungsweise verbuche diese Zahlung auf meiner Seite. Und hier ist natürlich so vom Gesetzgeber, dass zumindest mal diese digitale Variante als Option gegeben ist, also dass das auch gesetzeskonform ist, den Beleg digital auszustellen und nicht drucken zu müssen. Es gibt Länder wie beispielsweise in Italien, da ist die Gesetzgebung nochmal ein Stück weit weitergegangen und hat gesagt, dass man den Beleg auch zumindest zum Beispiel um den Laden herum mitführen muss. Also es gibt eine Mitnahmepflicht. Bei uns jetzt nicht der Fall ist, aber das ist eigentlich der Hintergrund, dass man das vermeiden möchte, dass da was an der Steuer sozusagen vorbeigeht. Genau. Aber wenn du jetzt so Themen ansprichst wie Kassenprüfer, Kassennachschau ist ja auch schon wieder so ein Begriff, wo ich denke, okay, oder auch die Mitnahmepflicht, das sind ja alles Dinge, die sich in der digitalen Welt vereinfachen ließen, oder? Also ein Kassenprüfer kann doch viel, viel einfacher abgleichen, was da passiert ist, wenn es schon alles digital vorliegt. Also das ist tatsächlich so, dass das auch funktioniert. Also es gibt mittlerweile, das holt er sich dann, das ist auch nicht das, wo wir jetzt mit unserem Produkt ansetzen, das ist dann eher eben in Richtung TSE, also technische Sicherheitseinrichtung, die eben alles aufzeichnet. Und da gibt es dann natürlich mittlerweile, also da gibt es auch standardisierte Formate, wie das dann abgerufen werden kann über Schnittstellen durch den Prüfer oder über Exporte aus den Kassensoftware-Systemen, dass das natürlich dann digital passiert, das ist richtig. Also da gibt es die wenigsten, die dann wirklich da noch irgendwie händisch irgendwelche Zettel durchsuchen. Das ist schon größtenteils digitalisiert. Ja. Aber generell könnte man das wahrscheinlich schon noch mal vielleicht ein Stück weit moderner schaffen, aber es gibt auch einige Bewegungen in die Richtung. Ja. So, jetzt haben wir gelernt, also die Kassenzone ist quasi so ein richtiges kleines Ökosystem, ja, mit ganz vielen Interessenlagen und auch vielen Schnittstellen. Jetzt erklär nochmal, wo ihr hin wollt. Du hast ja jetzt gerade, also wir reden vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch, ist der HTGF eingestiegen, 1,9 Millionen Euro habe ich hier stehen, toll, ja. Zeitgleich
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ihr Geld verdient. Ist das quasi hinterher eine Lizenzierung, dass ihr quasi eure Handelspartner zur Kasse bittet in dem Fall tatsächlich? Genau, also der Händler bzw. der Gastronom, also alle Parteien, die Belege heute schon ausstellen, haben ja heute auch Kosten für das Papier bzw. die Druckerwartung. Und für die ist das ein Service und es ist bei uns eben auch als Software as a Service aufgebaut, dass da ein transaktionsbasiertes Businessmodell steht dahinter, dass wir quasi pro digitale Transaktion, pro digital ausgestellten Beleg eine Gebühr nehmen. Und das ist, sag ich mal, unser erstes Businessmodell, weil wir diesen Service gemeinsam mit unseren Kassenpartnern, also wir haben auch ein sehr partnerschaftlich getriebenes Business, weil wir eben sehr tief in die Kassensoftware-Systeme integrieren. Das ist unsere technische Basis und auch vertriebsseitig unser erster Ansatz, dass wir hier eben dann diesen Service auch den Händlern anbieten können. Und das ist alles ein transaktionsbasiertes Modell. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das, was ich vorhin angesprochen habe, irgendjemand muss ja auch noch den Beleg dann entgegennehmen oder will es vielleicht auch weiterverarbeiten für eben die Bank, die Businessbank, die dann dem Kunden das als Zusatzfeature anbieten möchte, um direkt die Buchhaltung dann auch nochmal mehr zu automatisieren und da die Prozesse ein bisschen smoother zu gestalten. Und die haben dann auch nochmal eine kleine Gebühr, um das als Zusatzfeature anzubieten. Und so verbinden wir quasi beide Welten. Unser Business Model funktioniert aber auch schon ohne die Akzeptanzseite. Das kommt dann immer drauf an, wo quasi der Beleg dann am Ende das auch landet oder ob wir einfach nur einen Leerdruck vermeiden und der Beleg gar nicht mitgenommen wird. Wie groß willst du denn diesen Markt beziffern? Denn ich frage deswegen, ich hatte mal den Jannis Dust hier zu Gast von EPUB vor etwa einem Jahr. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Wettbewerber von euch. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt heute stehen, aber ich habe gesehen, es gibt in dem Markt ja eine ganze Reihe an Unternehmen, die das wahrscheinlich irgendwie alle mit einem relativ ähnlichen Ansatz versuchen. Und dann fragt man sich halt zweifelsohne, wie groß ist denn dieser Markt eigentlich? Ja, also was wir eben sehen, ist, dass es schon sehr unterschiedliche Ansätze gibt, der Marktbegleiter oder teilweise mittlerweile gab, muss man auch dazu sagen, wie man dieses Problem lösen möchte. Und was uns da ganz stark auch differenziert, ist eben genau diese Rolle des eher Orchestrators einzunehmen und quasi diese beiden Welten zu verbinden und weniger selber die Kundenschnittstelle bzw. das Kundenfrontend zu bieten, dort, wo quasi dann Belege verwaltet werden oder beziehungsweise noch Garantiemodul hier und da passiert, sondern wir setzen sehr stark auf diese technische Infrastruktur, auf diesen zusätzlichen Payment Layer, wie wir das immer nennen, um das bereitzustellen. Und das ist, glaube ich, eigentlich so unser Haupt Aspekt, was uns sehr stark unterscheidet von anderen Anbietern. Der Markt ist generell natürlich riesig, weil wir sehr viele Handelsunternehmen, sehr viele Gastronomiebetriebe allein hier in Deutschland haben. Generell ist das ganze Thema aber im Zuge der Fiskalisierung europaweit auch ein großes Thema. Frankreich hat diese Gesetze, ich habe gesagt, Italien, die gesamte, also Österreich ist schon ein bisschen länger mit der Registrierkassenpflicht auch am Start. Und auch ohne diesen Aspekt Gesetzesänderungen ist natürlich auch der Nachhaltigkeitsaspekt, bewegt die ganze Welt und generell Digitalisierung ist da auch was immer weiter vorangetrieben wird und Kartenzahlungen nehmen ja auch immer mehr zu. Auch das ist was uns stark unterscheidet, dass wir wirklich versuchen, den Prozess möglichst in bestehende User Journeys zu integrieren und versuchen oder sehr stark daran arbeiten. Natürlich bieten wir auch komplett zahlungsmittelunabhängige Möglichkeiten an, was auch notwendig ist, gerade in einem trotzdem noch relativ cash-lastigen Land wie Deutschland. Aber das ist trotzdem unser Hauptziel, dass wir das mit der Kartenzahlung verbinden. Genau. Und was so unser Marktangang betrifft, ist so, dass wir dieses Zusatzfeature, also das SaaS-Modul, wirklich ganz stark über unsere Kassensoftware-Anbieter und deswegen auch sehr skalierfähig anbieten können, allen deren Kunden, die eben dieses Kassensystem nutzen. Und dann haben wir natürlich auch noch, also quasi ein sehr indirekter Vertriebsansatz. Und dann haben wir auf der anderen Seite
natürlich auch noch ein Key-Account-Management, wo wir wirklich dediziert große Händler ansprechen. Und auch hier können wir erste große Kunden verzeichnen und haben da auch einen sehr guten Zulauf an Großkunden, die da auch immer weiter digitalisieren wollen, weil wir bieten ja auch Module an, um das zum Beispiel auch in der eigenen Händler-App als Zusatzfeature anzubieten, den digitalen Beleg, und dann darauf basierend wieder weitere User-Journeys anzustoßen oder aufzubauen, wie Loyalty und Co., Gutscheinsysteme, Personalisierung, Recommendations. Und da spielt der Beleg auch eine sehr große Rolle. Wir waren jetzt auch zum Beispiel ganz aktuell auf den EHI-Technologietagen, so eine der Branchenveranstaltungen in unserer Szene. Und auch da wurde der digitale Beleg tatsächlich zusammen mit Scan and Go als wichtigste Technologie beziffert, sozusagen. Ja, und das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich wollte eben genau nochmal nach den quasi anderen Marktteilnehmern fragen, also jetzt nicht die direkten Kontrahenten von euch, sondern mal sowas wie Payback oder vielleicht Stokart hatte ich auch schon hier im Podcast, oder auch dann so die Banking-Apps wie N26 oder so. Die müssten ja alle irgendwie auch in euren Bereich so ein bisschen reinragen, oder? Ja, also das sind tatsächlich alles jetzt einzeln, alle, die du angesprochen hast, insbesondere im Stokart und N26, eigentlich Partner, die an dem digitalen Beleg Interesse haben, um den quasi zusammen mit ihren Transaktionen, die sie heute haben, abzubilden. Also ein Stokart hat ja heute jetzt zwar auch ein Zahlungsfeature mit dabei, haben aber trotzdem, und die Kundenkarte, aber trotzdem wird nicht mit übermittelt, was tatsächlich der Warenkorb des Kunden war. Und genau diese Lücke schließen wir und können eben Warenkorbinformationen auch mit übermitteln und auch Zahlungen, also jetzt im N26-Case, anzureichern, damit du eben nicht mehr nur siehst, wo habe ich gekauft und für wie viel, sondern auch, was habe ich gekauft, und du quasi wirklich in der Detailansicht von in deiner Banking-App dann auch als Erweiterung den Bon siehst. Und hier ist natürlich auch dann Potenzial, über sogenannte Content-Flächen, wie wir die nennen, auch in diesem erweiterten Akzeptanz-Ökosystem dann auch sich als Händler wieder ganz anders nochmal neu zu positionieren und den Kunden so in unterschiedlichen Kontexten dann auch anzusprechen, weil wir wissen alle, wir haben eigentlich wenig Lust, 1000 Apps auf unserem Smartphone zu haben, sondern es macht Sinn, das Ganze wirklich zielgerichtet dort, wo es Sinn macht, zu verbinden dann auch. Und wir glauben eben ganz stark, da wo Transaktionen heute schon stattfinden, sollte man den Kunden auch nochmal mit vielleicht Zusatzthemen ansprechen, Garantieverlängerung, Bruchschutzversicherung. Da gibt es ja ganz viele verschiedenste Use Cases. Und da kann auch so eine Content-Fläche in einer Banking-App zum Beispiel Sinn machen, sich auch als Händler wieder zu positionieren oder als Zusatz-Service-Provider, um den Kunden dann auch auf seine eigenen Kanäle zum Beispiel zu bringen. Nee, sehr spannend, sehr plausibel. Sag doch mal vielleicht ganz kurz, wo ihr gerade steht. Ihr seid schon relativ groß. Ich hatte was von 25 Leuten gesehen. Dann hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr habt gerade das Münchner Office eröffnet. Habt auch schon die ersten Großkunden. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wo ihr gerade steht und vielleicht, wo ihr so in anderthalb, zwei Jahren sein könnt. Ja, sehr gerne. Also wir sind aktuell 25 Leute. Wir haben ja in Regensburg sozusagen gestartet, direkt aus der Uni heraus gegründet und haben jetzt im Zuge auch der Finanzierungsrunde noch einen weiteren Standort eröffnet, wo ich jetzt auch gerade sitze. Wir haben jetzt in München ein Office suchen gerade so ein paar Positionen auch noch bei uns. Kann man sehr gerne auch mal bei uns auf der Website vorbeischauen, weil wir natürlich auf jeden Fall unser Team jetzt im Zuge auch der Finanzierungsrunde weiter verstärken wollen und gerade eben auch im Sales- und Partnermanagement-Bereich. Und wo wollen wir stehen in einigen Monaten? Also unser Ziel ist natürlich, wir wollen Nummer eins Anbieter für digitale Kassenbons beziehungsweise generell für die Infrastruktur rund um die Belegausgabe oder dieses erweiterte Payment-Ökosystem sein. Und planen wahrscheinlich auch nochmal mit einer zweiten Finanzierungsrunde. Schauen wir mal, weil wir haben schon wirklich Großes vor und möchten da eigentlich mindestens dann in der Zeit die gesamte Dachregion abgedeckt haben und dann auch schon uns mit den ersten weiteren Ländern beschäftigen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Super, du, also hochinteressant. Dann lass uns nochmal, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und da empfehlen unsere Gäste hier im Podcast immer nochmal ihr Lieblingstool oder ihren Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, also mein Lieblingstool aktuell ist tatsächlich Mooncard. Das ist eine Software, die sich auch zum Beispiel in Teams integrieren lässt, um OKRs zu planen. Also Objectives and Key Results ist eine Management-Methode, um sich fokussiert auf das Wesentliche sozusagen im Unternehmen zu konzentrieren und sich damit selbst zu managen, beziehungsweise auch teamübergreifend zu managen. Und das ist sehr übersichtlich, da kann man wirklich sehr gut Ziele definieren und so gemeinsam quasi auf einem großen Board sich zu arbeiten und da immer zu gucken, dass das gesamte Unternehmen auch bereichsübergreifend von Product über Sales, Tech auch wirklich dem großen Überziel sozusagen entgegensteuert oder dorthin kommt. Und das würde ich jetzt in dem Fall empfehlen. Und ansonsten immer weiter, auch wenn es kein wirkliches Tool ist, LinkedIn, weil das tatsächlich bei uns einfach so stark genutzt wird, auch im Bereich Vertrieb und uns sehr stark hilft, auch Awareness für das ganze Thema zu schaffen, für unser Unternehmen zu schaffen. Und deswegen muss ich das einfach immer noch dazu erwähnen. Genau. Also LinkedIn unterschreibe ich sofort. Bei dem OKR-Thema wollte ich nochmal kurz nachhaken. Wie lange hat das denn bei euch gedauert? Weil ich kenne viele Menschen, die rollen so ein bisschen mit den Augen, wenn man sagt OKRs, weil das einfach einen sehr, sehr hohen initialen Aufwand mit sich bringt. Also bei uns hat es tatsächlich, ging es eigentlich relativ schnell. Also was wir gemacht haben, ist irgendwie dieses große OKR-Buch zu lesen beziehungsweise anzuhören und da so ein bisschen so in die Guidelines zu gehen. Und dann haben wir das im Management-Team aufgesetzt, den Team-Meets dann mitgegeben, das auch, sage ich mal, schon mal so grob einzuführen. Und dann haben wir das wirklich gemeinsam mit den Teams geplant. Und wir haben jetzt unser zweites, unser zweites 3 Monats in der zweiten 3-Monats-Planung sind wir jetzt gerade und es hat eigentlich relativ schnell ganz gut funktioniert. Man muss immer halt gucken, dass man auch die Ziele sich eher sehr ambitioniert steckt. Und für uns hat das wirklich gut funktioniert, weil es eben eine gute Methode ist, um das gesamte Team auch mitzunehmen und da sehr stark auch Eigeninitiative auch zu schaffen. Ja. Und man kann es natürlich wahrscheinlich in unterschiedlichen Ausprägungen auch machen. Genau. Und wie gesagt, so ein Tool wie Mooncamp hilft halt super stark, das auch einfach zu machen und da den Überblick zu behalten. Genau. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Lea, ganz, ganz großartig. Also toll, was ihr macht, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zu der Runde, zu der Entwicklung und danke auch für die Tooltips. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Du hast ja gerade schon angedeutet, da könnte demnächst noch mehr passieren bei euch, ne? Ich denke ja. Passiert immer viel. Cool. Dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank, bis dann. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's für heute. Das war Lea Frank, Co-Gründerin und CEO von Anibal. Ich fand's ein super Gespräch, muss ich sagen. Und ich drücke dem Team wirklich alle Daumen, dass dieses Thema insgesamt sehr, sehr schnell gelöst wird. Im Sinne von uns allen, im Sinne von der Umwelt, aber auch natürlich, wir haben es gerade gehört, im Sinne der Praktikabilität. In diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische. Morgen früh geht's weiter mit den Nachrichten. Und bis dahin euch noch einen, hoffentlich wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.